Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich bin bei Anja. Ihr kennt Anja. Ihr wisst, dass wir schon mal 33 Tage gemeinsam gearbeitet haben. Oh ja. Wir haben da was gemacht, was ihr natürlich gerne wissen würdet, was es war, aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Genau, später mehr. Bald, oder? Ja, noch ein bisschen dauert's und dann 8. Oktober, kann ich schon mal verraten. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr. Ich wusste Oktober, aber nicht 8. Oktober. Doch, 8. Oktober ist soweit. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja schon weiß, was es ist. Ihr seid noch mehr gespannt. Und heute sind wir hier bei der Anja, weil die Anja hat natürlich fein abgenommen. Und zwar ganz wichtig, gesund abgenommen durch einen gesunden Lifestyle. Und da heißt es immer, wenn wir abnehmen wollen, dürfen wir nur noch Salat essen und Hühnchen essen. Und dass das nicht stimmt, beweisen wir euch heute. Und da legen wir jetzt los. Wir werden jetzt ein bisschen kochen, braten, backen für euch. Als allererstes machen wir jetzt ein leckeres, feines Frühstück. Und zwar mal was ganz anderes. Mhm. Kein Nutella-Brötchen. So, wir haben ein fruchtig, frisches Frühstück. Ja, da ist auf jeden Fall eine Banane dabei, da ist auf jeden Fall eine Mango dabei, da ist Honig dabei, da ist Kokosöl dabei, da ist Zimt dabei, Kokosraspeln. Eier. Ganz wichtig. Eine Kombination, die meisten nicht kennen. Als ich das erste Mal mir das gemacht habe, war ich auch etwas überrascht, wie lecker das Ganze schmeckt. Das leg mal los. Schälst du bitte die Mango. Jawohl. Ich nehme die Eier. Ja. Und dann haben wir die Eier. Zack. Machen wir das mal rein. Genau. Ups. Mach sie selbstständig. Ja, erzähl doch mal, warum ist denn das der richtige Start in den Tag mit diesen Zutaten? Was haben wir denn da alles, was wir so brauchen? Das wollen ja die Leute immer wissen. Ja, wir haben natürlich die Kombination erstmal mit den Eiern natürlich ein hochwertiges Protein. Wir haben feines Fett im Eigelb und auch gleich wieder dazu für alle Eigelb, Cholesterin, ist die Thematik ist durch. Oh, also, ja. Weil da wurde ja lange Jahre darüber diskutiert, dass man wehe, man isst Eier, man kommt Cholesterinprobleme, das stimmt so nicht. Wir haben hier hochwertiges Protein, hochwertiges Fett, auch ein paar Vitamine mit dabei. Wir haben natürlich hier mit der Mango, was will man mehr, da ist einmal natürlich Kohlenhydrate mit dabei, Fructose, die sich schnell auflöst, hat man morgens relativ schnell Energie. Wir haben eine Banane, die Banane kennt jeder, da ist alles drin, was man eigentlich braucht zum Start. Wir haben noch ein paar Nüsse da hinten, und zwar ein paar Nüsse danach klein geschnitten und noch ein paar Kokosraspeln, also mehr kann man morgens nicht verlangen. Oh. Ganz wichtig, Honig. Honig haben wir auch noch. Okay. Also, perfekter Start in den Tag. Warum? Frühstück nicht vergessen. Die meisten vergessen das Frühstück, rennen dann den ganzen Tag mit dem Hungerast rum. Nachmittag, mittags, schön was Schnelles. Und abends müssen sie dann viel essen, logischerweise, weil sie tagsüber was vergessen haben. Und das ist oftmals für die Gesundheit und für die Figur nicht besonders förderlich. Und die Laune geht natürlich gleich mal nach unten. Wer morgens nicht gut frühstückt, hat den ganzen Tag schlechte Laune. So, genauso ist es. Menschen, die nicht frühstücken, die in der Hektik Mittag essen, sind oftmals ungenießbar und nicht belastbar. Warum? Ja. Weil der Körper im Hungermodus. Ich sage immer dazu, gehe einmal in einen Käfig eines Tigers, der nicht gegessen hat. Ja. Die Überlebenschance ist gering. Ja. Gehe man in einen Käfig eines Tigers, der gerade gegessen hat, dann kannst du schweigen. Ja. Gut, so, ich verhöre mal. Es zeigt mal wieder, dass wir Menschen gar nicht so arg anders sind wie die Tiere. Das ist richtig. So, einmal die Eier. So, dann brauchen wir nachher noch Zitronensaft. Zitronensaft. Hast du so eine Reibe? Hast du sowas? Nein, leider nicht, nur eine kleine Presse. Okay, dann machen wir das an. Dann brauchen wir erstmal noch mehr. Schneidest du das immer durch? Ja, das mache ich sehr gerne. Eine kleine Presse hast du noch? Genau. Bitte schön. Danke. Muss ich da was
was beachten? Einfach Aufsatz drauf, ja, oder? Das war der Aufsatz und das erste drauf. Oder? Genau, und dann hält es nämlich dann auch. Drauf. Yes. So, würdest du mir dann noch die Kleinchen rausmachen? Ja, die mache ich sehr gerne raus. Moment. So. So, bitteschön. Ich bin noch ein bisschen ungeschickt. Die werden eh in den Hund eingefallen. Das Ding ist aber relativ groß, oder? Das ja, ich glaube, die fallen durch. Okay. Die fallen durch. Nicht? Ah, ja, nicht na, dann durch. Umso besser. So, wenn ihr denkt, wir reden nichts, es ist noch ganz früh morgen. Ich muss ja vielleicht noch ein bisschen Geduld haben. Bitte. Wir reden uns erstmal noch in Fahrt. Genau. Und naja, können wir es nicht mehr hören. Ja. Und den Schnabel nicht mehr ziehen. Ich habe nämlich auch nichts gefrühstückt. Aber warum habe ich nichts gefrühstückt? Ja. Weil ich wusste, dass ich zur Anna gehe, dann gibt es nämlich gleich Frühstück. Genau. Ein Kernchen hat sich selbstständig gemacht. So. So, der Zitronensaft haben wir schon mal. Perfekt. Und der Zitronensaft kommt jetzt dann zu den Eiern rein. Ich schäle gerade die Banane. Die ist hier oben drauf. Dann brauchen wir noch Honig. Und zwar einen halben Esslöffel. Besteck ist in der obersten Schublade. Ja, so hört sich das. Alles fein eingerollt. Ja, wer sich gesund ernähren will, der braucht eine organisierte, wenn auch kleine Küche. Genau, die Größe der Küche ist völlig wurscht, genau. Sondern sie muss organisiert sein und man muss sich auskennen in der Küche. Hm. Oh ja. So, das war der Honig einmal. Wir lassen ja nichts verkommen. Ja. Hm. Apropos, das ist Honig von meinem Daddy. Oh. Mein Daddy ist Imker. Ja, dann haben wir ja wirklich ein Qualitätsprodukt. Genau. Hm. So, die Bananen, Mango sind auch geschnitten. Wunderbar. Jetzt kommt da noch das Kokosfett noch ein bisschen rein. Perfekt. Kokosöl oder Kokosfett, das warme Kokosöl. Aber wenn es ein bisschen kühl wird, dann wird es fest. Aber das löst sich gleich auf. Also, einmal. Zweimal. Das gibt ein ganz feines Aroma beim Braten, weil das Kokosöl ist natürlich vom Geschmack her leicht süßlich. Somit unterstützt es natürlich nochmal die Früchte. Also es ist ein ganz, ganz leckerer Geschmack, das wirst du nachher sehen. Okay. Auch Kokosfett für viele. Mit Kokosfett kann man natürlich einiges machen. Die Asiaten kochen natürlich damit, kochen sehr viel damit. Man muss es mögen, wenn man es mit Fleisch macht, weil es so einen leicht süßlichen Geschmack gibt. Gut, dann haben wir das. Sehr gut. Das haben wir auch drin, dann müssen wir mal verbühren. Die Grundsache dazu. Reinschauen. Ei, ups, seht ihr was? Ei mit Honig, mit Kokos, Fettöl und jetzt geht's weiter. Die Anja ist gleich schön fertig. Ja, ich bin schon fertig. Alles, ja, genau. Sehr schön. Die Anja ist schon fertig. Das legen wir mal rüber. Ich habe nur die Reste der Mango noch geschnitten, weil wir lassen ja hier nichts verkommen. Nein. Das kann man da noch irgendwas anders verwenden. So, Ziva, hole ich dir gleich Neues. Kein Problem. So, dann machen wir mal die Platte. Das machen wir da mal vielleicht mit. Ja, weg, machen wir oder? Das irgendwie noch nicht so wie sonst soll. So. Ja, was sagst du zu den Leuten, die sagen, so ein Frühstück dauert mir morgens zu lange? Stimmt das? Oder stehen die nur zu spät auf?
In der Regel stehen die meisten einfach zu spät auf und okay. sind eigentlich schon ein Stückchen bequem mhm. und haben keine Lust, morgens ins Büro zu stehen. Aber ihr seht selber, wenn man ein bisschen organisiert ist, dauert so ein Frühstück, wenn man es auch öfters gemacht hat, dass alles von der Hand geht, dauert so ein Frühstück 10 bis 12 Minuten. Vor allem nach meiner Theorie, ich schneide mir sowas alles abends vor, richte mir schon alles hin, Pfanne steht schon auf dem Herd und dann kann es direkt losgehen. Ich weiß, bei wem sie war. Ja, bei Mr. T. Genau. Und man sollte abends ein bisschen was vorbereiten, wenn man ein bisschen Obst vorbereitet, jetzt gerade so eine Mango, ein bisschen Zitrone rüber, dann läuft die über Nacht auch nicht an, ist die konserviert. Banane würde ich morgens frisch machen, aber selbst die Eier kann ich abends aufschlagen, kann sie in den Kühlschrank. Das geht ganz schnell. Genau. Also es ist eigentlich nur eine Ausrede, ich habe keine Zeit. So sieht es nämlich aus. Eine ganze Industrie lebt davon. Ja. Viele Bäcker freuen sich morgens, oh, ja. wenn die Leute vorbeikommen. Butterbrezel holen. Butterbrezel holen und ihre belegten Bäckchen mit schönem dicken Käse drauf. Und so einer Schicht Butter. Kann man alles machen, solange man dann nachher nicht jammert und sagt, aua. Ja. Genau, deswegen... Ich würde es eher nicht empfehlen. Nein, genau, deswegen sind wir in der Küche. Und deswegen ja. mach die Küche zu deinem Freund. So, machst du mal an. Ja. Gut. Brauchen wir jetzt hier noch ein anderes Öl, oder? Nö. Das ist jetzt alles dadurch, dass schon Kokosöl schon drin ist, ist das absolut unproblematisch. So, ich habe ein bisschen Sauerei gemacht. Das macht gar nichts. Gut, das gehört in der Küche auch dazu. Ja, natürlich. Das gehört dazu. So. Ich hoffe, ihr habt alle eine Frau, die es wieder sauber macht. Meine Frau hat es nicht zugehört, bitte. Wir müssen ja hier auch mal alle Klischees bedienen, oder? Genau. Also. Meine liebe Corinna, ich bringe den Müll runter. Das ist meine Aufgabe. Da komme ich auch regelmäßig nach. Sehr gut. Und auch würdest du noch ein paar Nüsse gerade reinschneiden? Das reicht. Ja. Aber ich räume zu Hause auch die Spülmaschine. Ah. Nicht immer, aber immer etwas. Ah. So. Ja, jetzt geht's gleich weiter. Wird schon warm. Bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Gibt es da noch eine größere Stufe? Nee. Siehst du da gleich Regen? Nee, eigentlich erwärmt sich, wenn du das draufstellst. Geht's auch der Regen immer in die große. Größe, wie die Dings ist. Ah, okay. Hoffe ich mal. Sollte so, also ja. Bisher sollte es so sein. Macht er bestimmt. Ja, das ist die da, gell? Ja. War es nicht ganz an? Du musst einmal. Ah, ich hab's nicht gesehen. Ja, du musst einmal okay, holen, ja. Du müsstest ganz hingehen. Ha! Ah, jetzt, perfekt. Ha! Siehst du? Erste Mal in meiner Küche kennt sie schon besser aus als ich. Wunderbar. Das liegt daran, weil der Herd ähnlich ist. Ah, okay. So. Wunderbar. Ich freue mich wirklich auf das süße Frühstück, ja. Weil du weißt ja, aus unseren 5 Wochen zusammen, die süßen Frühstückstage waren immer meine Favorites mit genau. Quark und Haferflocken. Genau. Ich habe mich jede Woche drauf gefreut, deswegen könnte das auch eines meiner neuen Lieblingsfrühstücke werden. Ich bin mir sicher, dass dir das ganz besonders ist. Ja, glaube ich auch. So, jetzt warm. Jetzt ist was. Gut, den Müll weiterpacken. Was ich auch immer so lustig finde, dieses Argument, wenn ich keine Kohlenhydrate esse, also die herkömmlichen Kohlenhydrate, Brötchen morgens, dann fühle ich mich ganz schlapp. Das ist auch immer so was, das ich immer wieder lese. Auch ein netter Kommentar. Ja. Netter Kommentar, wir haben ja auch Kohlenhydrate, ja. sind auch besonders wertvoll, weil sie eben neutralisiert sind. Man kennt es halt so nicht. Auch wenn es ums Thema Brot geht, es ist kein Problem, mal ein schönes, kräftiges Vollkornbrot zu nehmen. Genau. Das hält auch viel länger, irritiert nicht den Blutzuckerspiegel, somit natürlich wesentlich wertvoller, als der Ursprungsnahrung des Menschen näher kommt. Das ist ganz einfach. Es ist nichts anderes wie bei den meisten eine reine Gewohnheit. Es ist eine reine Gewohnheit, weil man ja schon seit Kindheit an jeden Morgen sein Marmeladenbrötchen kriegt oder sein Nutella-Brötchen. Jetzt wird es weggenommen, da fangen wir an zu jammern. Genau. 2 Wochen später wird es nicht mehr vermisst. Nee. Garantiere ich. Und es gibt ja noch den lieben Sonntag, da kann man auch mal Nutella-Brötchen essen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber... Wenn man das dann überhaupt noch will. Richtig. Wenn man es überhaupt noch mag. Man hat dann nämlich ein ganz anderes Empfinden plötzlich, auch für Süße, ist mir so gegangen.
in den 5 Wochen, als ich das erste Mal danach was Süßes gegessen habe, habe ich gedacht, ach du meine Güte, was ist das? Ja, die Geschmacksnerven, habe jetzt noch ein bisschen Zimt reingemacht. Zimt ist ein leckeres Gewürz, wo man hier reinmachen kann. Das müssen wir eigentlich nochmal verrühren. Und kannst du noch ein bisschen runterdrehen, es wird gerade heiß. Schmeißen wir mal komplett. So, das heißt, wir fangen mit den Mangos an. Mangos an. Wir haben kein Fett momentan in der Pfanne. Das haben wir nämlich schon mit dem Kokosöl in dem Ei drin, die Bananen dazu. Ja, und vor allem, du hast eine gute Pfanne. Da tut es nicht weh. Das finde ich ganz, ganz wichtig, richtig, eine gute Pfanne zu haben. Es nützt nichts, wenn man hier ein tolles Essen produziert. Bananen, guck mal, alle rein. Alles rein. Rein damit. So. So. Super. Das ist ein jamaikanisches Frühstück. Deswegen sind die Jamaikaner auch so schnell. Genau deswegen. Also nicht nur wegen den Süßkartoffeln, was da der Papa von dem Schnellsten erzählt hat, sondern das ist einfach halt auch die gesunde Ernährung, was sie da haben. Wenn sie noch auf Jamaika wohnen, wenn es keinen McDonalds gibt. So. Und hier das Ei drüber. So. Oh, lecker. So, das kriegst du. Dankeschön. Und jetzt dauert es ein bisschen. Nur ein bisschen umrühren. Und dann ist das Frühstück, das etwas andere Frühstück, fertig. Du darfst jetzt einfach mal mit der Nase drüber. Ja, das mache ich gerne. Nase drüber, Haare weg. Oh, ist das gut. Die Nase ist mit. Genau, die Nase ist mit. Und es ist wirklich sensationell, wie das nachher schmeckt. Und vor allem, das ist mindestens geschmacklich 5-mal so lecker wie jedes Nutella-Brötchen. Oh ja. Ich weiß, alle Nutella-Fans können mich nicht liken, aber das ist mir gerade wurscht. Weil, wenn die wüssten, was in Nutella alles drin ist, würden sie wahrscheinlich nicht essen. Das habe ich ein bisschen Sauerei gemacht. Das macht nichts. Sollen wir es nochmal ein bisschen überstellen? Ja, kannst du ein bisschen hochfahren. Ich mache das mal weg. Moment. Dass das da nicht ankrüschelt. Genau. Meine Herzen auch ganz toll. Ja, wenn man nicht einlassen. Ja. So, ihr müsst natürlich immer, wenn das Ganze hier am Arbeiten ist, schön wende. Genau, dass es nicht anbrennt. Das riecht so gut. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Warum gibt es noch kein Geruchsvideo? Ja, wird immer lang gehen, dann gibt es auch das. Immer dabei bleiben. Sollte man aber grundsätzlich, das ist ein guter Tipp von mir, ich koche regelmäßig. Das nützt nichts, mal schon rausgehen, noch schon am Handy gucken, wegen Facebook und so. Das sagst du? Ja. Wie? Glaubt ihr das? Also ich glaube das nicht, dass Andreas nicht so eine kleine Handystation hat am Kochfeld. Das ist erst gut, das hast du mir erst noch die Idee gebracht. So eine kleine Befestigung, genau, ja. Befestigung, dass man auch immer online ist. Nee, also beim Kochen ist es wichtig, dass man immer dabei bleibt, weil das Zeug mit Ei ist natürlich sensibel. Ich glaube, wir brauchen 2 große Teller. Genau. So, jetzt wird es langsam fest, das siehst du ja auch. Ja. Jetzt wird die Konsistenz gut. Der Magen knurrt, das ist auch ein gutes Zeichen. Wer regelmäßig isst und regelmäßig frühstückt, der bekommt auch ein ganz normales Hungergefühl wieder. Oh ja. Man kann natürlich auch, wenn man jahrelang das Essen meidet, das heißt Frühstück vermeidet, ist es auch so, dass der Körper keine natürlichen Signale mehr gibt. Wer aber regelmäßig frühstückt oder wieder anfängt zu frühstücken, was empfehlenswert ist, der wird feststellen, wenn er 4 Wochen regelmäßig frühstückt, kann er ohne Frühstück nicht mehr aus dem Haus, weil der Körper wieder automatisch seine natürlichen Hungersignale gibt. Man wacht dann morgens auf und hat schon einen knurrenden Magen. Genau. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Und freut sich auf ein leckeres Frühstück. Ja. Dann ist Essen auch wieder was wert.
Und das Schöne ist, es geht den ganzen Tag so weiter. Und das Schöne ist, wenn man es richtig macht, ist es ja nicht so, dass man nichts essen darf. Man darf essen. Und sogar in der Regel dürfen die meisten mehr essen wie vorher. Das fand ich auch ein sehr, sehr erstaunliches Thema. Also, ja, auch bei dir war es. Ist ja mir aufgefallen, ich habe viel zu wenig gegessen. Also. Das ist ein Problem von den meisten Frauen. Die meisten Frauen essen in der Regel zu wenig. Aus einfachen Grund, weil natürlich viel im Kopf abgespeichert haben. Wenig essen heißt automatisch wenig Gewicht. So funktioniert der menschliche Stoffwechsel nicht. Der menschliche Stoffwechsel, der ist nämlich in der Lage, sich anzupassen. Der kann mit weniger Nährstoffen auskommen und das führt natürlich dazu, dass der Körper lernt zu warten. Und sobald dann irgendwann mal mehr kommt, wesentlich mehr kommt, am Wochenende, Samstag, Sonntag, dann sagt er natürlich, perfekt. Oh, schön, alles einlagern. Richtig, unter der Woche ist die gute drauf und dran, zu wenig zu essen, mich auszuhungern, also fange ich an, übers Wochenende zu speichern. Und dann haben wir ein Problem, dass man trotz wenig Essen letztendlich kein Gewicht mehr verliert. Ja, das sind alles so ganz wichtige Regeln. Hört gut zu. Man kann da wirklich viel lernen, weil manchmal sind es nur die ganz kleinen Nuancen, die den großen Unterschied machen. Weil bei dir war es ja auch so, du hast ja auch weniger gegessen. Ja. Und dann hat sie angefangen zu essen und zwar noch richtige. Ja. Und dann hat es nur allein funktioniert. Ja, das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man endlich essen kann. Ja. Und man hat nicht mehr das Gefühl, oh, jetzt wenn ich esse, nehme ich zu. Nein, das ist nicht so. Ich esse und ich nehme sogar ab. Sehr schön. So, jetzt dauert es nicht mehr lang, dann sind wir durch. Mhm. Kleinigkeit oben drüber. Das war jetzt ein paar Kokosraspeln. Es gibt noch mal einen feinen Geschmack. Lecker, lecker, lecker. So. So, auch ein kleines bisschen anrösten, wie du siehst. Das macht nichts. Die guten alten Röstaromen. Ja. In jeder Kochsendung geht es um Röstaromen. Genau, ein kleines bisschen, dass es ein bisschen anzieht. Zwei Minuten ist durch. Juhu! Mein Magen freut sich. Die Kameraexperten werden sagen, noch mehr Fehler kann man nicht machen. Ihr werdet die ganze Zeit von hinten gefilmt. Es ist hier bautechnisch wie möglich. Ich habe zwar überlegt, ob wir eine Wand rausreißen. Die Kamera ist dann doch ein bisschen aufwendig, ein bisschen teuer. Haben wir gesagt, okay, dann filmen wir schräg von der Seite, auch ein bisschen von hinten. Ich meine, ja. Schöner Rücken. Kann auch entzücken. Würde ich auch mal sagen. So. So, jetzt ist es so. Drehen wir das gleich mal runter. Jawohl. So. Und. Mm. So. Was man jetzt noch machen kann, dann ist natürlich, wenn es nicht süß genug ist, wobei ich eigentlich finde, dass durch die Mango und durch die Bananen schon relativ guter Süßgrad drin ist. Haben wir hier? Wir haben hier ein Stevia-Produkt. Genau. Und das kann man jetzt natürlich, wenn man mag, ein bisschen drauf machen, aber vorsichtig mit Stevia, die Dosierung, weil es kann schon ganz schön süß werden. Also nicht einfach wild drüber, sondern dosiert bitte. So. Aber ich würde einen Tipp geben, erstmal so versuchen und nicht immer schon gleich die Süße reinhauen, bevor ihr überhaupt versucht habt. Genau, und zwar aus folgendem Grund, noch kurz bevor wir essen, aus folgendem Grund. Die Geschmacksnerven, die euch oft einen Strich durch die Rechnung machen und behaupten, was ist fein, was ist nicht fein, die sind natürlich getriggert über euer jahrelanges Essverhalten, wenn ihr euch immer sehr süß gegessen habt, immer morgens eben zum Beispiel sehr viel Nutella-Brötchen oder Marmeladebrötchen, dann habt ihr euch am Anfang ein bisschen ein Problem, weil alles wird nach dem Süßesten, nach dem Sauersten, nach dem Würzigsten bewertet und dann bewertet, ob es gut oder schlecht schmeckt. Deswegen gebt euch 2-3 Wochen, bis die Geschmacksnerven einigermaßen entindustrialisiert seid und entindustrialisiert sind. Und dann habt ihr auf einmal Geschmack an Dingen, die habt ihr vorher noch nie gegessen. Dann kann ein Apfel ein Highlight werden. Dann habt ihr richtige Geschmackserlebnisse. Richtig. Ich hatte sie auch. So, welches magst du haben? Ich möchte es größer hinein. So, also jetzt passt mal auf, guck mal. So sieht das Ganze aus. Ein bisschen gemein, ne? Es dampft noch so schön.
So, einen guten. Einen guten wünsche ich dir. Probier. Ich weiß ja schon, wie es schmeckt. Also ich könnte reinlegen. Ja, es ist so lecker. Komm, wir versuchen mal zu beschreiben, wie das schmeckt. Also, wir fangen mal an. Apfelstrudel? Genau. Gell? Genau. Es geht so ein bisschen in Richtung Apfelstrudel. Es geht in Tendenz in Richtung Apfelstrudel, gleich in den Eiern. Die Mango geben ein sehr, sehr feines Aroma, so ein säuerliches Aroma. Ist lecker. Dann kommen zwischendurch die Nüsse. Wenn man drauf beißt, gibt auch nochmal ein feines Aroma. Das sind jetzt Paranüsse, man könnte auch Mandeln nehmen, auch andere Sachen. Und dann natürlich die Banane, die nochmal den Süßgeschmack unterstützt. Also für mich. Das ist der Wahnsinn. Perfektes Frühstück. Ja, ich glaube, das gibt es jetzt öfter. Und auch, wenn du mal sowas geröstet und leicht angeröstet. Das hat den Geschmack von Apfelstrudel. Ja, ich finde auch, das ist wirklich so. Also für alle Süßliebhaber unter euch, das ist auf jeden Fall ein adäquater Ersatz für euer Marmeladen- oder Nutella-Brötchen. Ja, ich würde sagen, es schmeckt 1000-mal besser. Richtig. Und vor allem, ihr bleibt dadurch auch eine Weile satt. Mhm. Weil wenn ihr euer Nutella-Brötchen esst, habt ihr spätestens eine Stunde später, wieder Hunger. Und dann ist es ja so oft so, dass man dann keine Zeit hat, dann isst man nichts, dann zieht man das raus. In der Mittag mal schnell in der Mittagspause da irgendwo vorbeigerannt, was gegessen. In der Regel, die meisten dann abends heim haben einen riesen Hunger und essen natürlich abends im Verhältnis die allergrößte Menge. Oftmals noch kurz bevor sie ins Bett gehen, Verdauungsprozessen abgeschlossen, das ist nicht optimal. Ja. Besser ist es, wenn man es zu 3 Mahlzeiten verteilen kann. Es gibt auch Möglichkeiten, es gibt auch Menschen, die kommen tatsächlich mit einer großen Mahlzeit aus am Tag, aber das ist nicht gesundheitsförderlich, weil der Darm natürlich, gehen wir mal davon aus, es ist ein Mann, erwachsener Mann, der vielleicht noch körperlich arbeitet und der isst 3000 Kalorien auf einen Schlag. Ja. Ich meine, das ist nicht unbedingt prickelnd, nicht unbedingt angenehm, deswegen ist es ganz gut, dass man eine gleichbleibende Leistung hat pro Tag, über den Tag verteilt, wenn man regelmäßig Nährstoffe zuführt. Ein gutes Frühstück hat noch nie geschadet, das kennen wir auch alle von früher, als Kinder haben wir alle mal gefrühstückt. Irgendwann als Erwachsener verlernt man es. Warum? Aus Zeitgründen, vermeintlichen Zeitgründen. Weil man ja keine Zeit hat, weil man morgens, wenn man um 7 aus dem Haus muss, bis 7:50 schlafen muss. Gesunde Ernährung hat auch ein bisschen was zu tun damit, dass man ein bisschen Zeit für sich investiert. Und das ist ein Zeitinvestment, das macht sich definitiv auf Dauer bezahlbar, 100%. In der gesamten Gesundheit. Richtig, genau. Da kommt mir gerade das nächste Thema. Sagen doch immer alle, ja, abends dann, wie spät vor dem Einschlafen soll ich zu Abend essen und vor allem was? Und da habe ich auch nämlich eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Man braucht nämlich auch viel weniger Schlaf. Man kommt mit viel weniger Schlaf zurecht, wenn man abends das Richtige isst. Richtig. Und natürlich korreliert natürlich immer, wenn man zu spät zu viel isst und zu hohen Zuckerwert im Blut hat, korreliert natürlich im Schlafmodus. Und das führt natürlich dazu, dass viele Menschen einen relativ ungesunden Schlaf haben, keinen guten, erholsamen, tiefen Schlaf. Die liegen zwar im Bett, aber schlafen nicht, die erholen sich und dann wacht man morgens komplett gerädert auf. Wenn man das einigermaßen strukturieren kann, dass man eben nicht zu spät, nicht zu große Mahlzeiten zuführt, schläft man tiefer, schläft angenehmer. Vor allem, wer sich tagsüber anständig mit Nährstoffen versorgt, der verfällt abends nicht diesen Hungerattacken, nochmal vor dem Fernsehen, nochmal Schokolade, nochmal Gummibärchen, weil die letztendlich kompensieren dann nur das, was ihm tagsüber gefällt hat. Und lieber führe ich das tagsüber in gesunden Nährstoffen zu, wie ich, dass ich abends vor dem Fernsehen dann die ungesunden Nährstoffe zuführe. Nichtsdestotrotz, wenn jemand dosiert, sagen wir jetzt mal Genussstoffen wie Schokolade und so weiter umgeht, kann man das trotzdem hier und da mal praktizieren. Nur sollte eben im Vordergrund die gesunde Ernährung stehen. Wer da Fehler macht und da zu wenig isst, bekommt letztendlich die Strafe über die Süßigkeiten. Und was heißt die Strafe? Ganz einfach. Viele Frauen sind dann irgendwann mal unzufrieden, auch Männer, stehen vor dem Spiegel, sind unzufrieden, haben schlechte Laune, überträgt sich auf die Familien. Warum? Weil letztendlich das Essverhalten nicht funktioniert hat. Und da weiß ich, es ist echt einfach. Ja, das hört sich alles so leicht an, ich weiß. Ja. Es ist du machst das ja seit Jahrzehnten.
Für dich ist es natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Für viele, die das jetzt wahrscheinlich sehen, ist das alles noch ein bisschen Neuland, noch ein bisschen, schaffe ich das, halte ich das durch? Ich verstehe das, aber probiert das einfach mal, Schritt für Schritt in euer Leben einzubauen. Ihr müsst ja nicht gleich alles auf einmal beherzigen, sondern Step by Step, und ihr werdet merken, ihr wollt gar nicht mehr anders, weil ihr euch so gut fühlt. Genau. Es ist aber so, die meisten Menschen zerbrechen im Bereich der Ernährungsumstellung nicht an der Ernährung selber, sondern an einer relativ schlechten Zeitstruktur und an zu viel Motivation im Anfangsbereich. Dann wollen sie gleich alles. Richtig. Einfach, jeder funktioniert ein Stückchen anders. Step by Step anfangen, die Ernährung umzustellen, gewisse Dinge wegzulassen. Wenn einmal ein Tag dabei ist, wo es nicht läuft, dann läuft es, dann machen wir am nächsten Tag weiter. Nicht zu viel Druck ausüben. Step by Step umstellen und sich auch mal mit gutem Gewissen was gönnen. Wenn wir uns was gönnen, dann bitte mit gutem Gewissen. Es gibt Leute, die dann die ganze Woche super gut essen und dann gönnen sie sich am Wochenende mal was und haben dann ein schlechtes Gewissen. Mhm. Dann hat es eine negative Auswirkung. Wenn wir was machen, wenn wir Schokolade essen, dann machen wir es mit gutem Gewissen. Also ich muss sagen, es macht ganz schön satt. Also der Stoff, gell? Ja, aber das wollen wir ja. Wir wollen ja satt werden morgens. Und wir wollen das Gefühl haben, boah, ich habe schon richtig was gegessen. Ich kann jetzt voll motiviert und voll gesättigt in den Tag steigen. Und das ist auf jeden Fall ein Frühstück, was das ermöglicht. Also ich könnte jetzt schon aufhören, weil ich schon satt bist. Gut gesättigt bin. Aber das schmeckt nicht, erst noch ein bisschen. Ich habe da einen Tipp für die Anja. Wenn sie es nicht schafft, ich mache Man darf auch nicht vergessen, es geht natürlich immer, beim Ernährung, beim Essen, geht es immer darum, um Optik, um Schönheit. Das ist zweiter Rang. Erster Rang ist grundsätzlich die Gesundheit, der Wohlfühlfaktor. Wer gelernt hat, regelmäßig zu essen, wird es nicht nur körperlich, also in Form, dass der Körper schön aussieht, sondern wird es auch merken, dass er viel leistungsfähiger wird. Oh ja. Auch morgen schon, weil wir dürfen nicht vergessen, unser Gehirn braucht Nährstoffe. Wenn keine da sind, dann muss er aus den Reserven schöpfen. Und das funktioniert bei weitem nicht so geschmiert, wie wenn ich frische, gesunde Nährstoffe habe. Das heißt, ich bin dann schon in meiner Arbeit viel leistungsfähiger, bin wacher morgen schon und habe schon, weil der Körper Energie hat, auch schon morgens Freude am Leben. Ja. Haben wir vergessen, weil viele ringen sich von morgens am Aufstehen bis zum Mittagessen, sind ungenießbar, bringen keine Leistung. Und das ist mit Sicherheit auch nicht prickelnd. Nee. Macht keinen Spaß. Also. Lecker. Sehr lecker. Einfach lecker. Probiert es mal aus. Genau, ausprobieren. Was ich auch schon immer wieder bei meinen Tipps, wenn ich koche und die online stelle, da kommt oft schon mal vorher, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ist immer das Gleiche wie bei kleinen Kindern. Ihr sollt nicht urteilen, bevor ihr es nicht probiert habt. Auch das hier, ich habe bei meinem Vater gedacht, oh Gott, Eier, Bananen, Mango, Honig, das kann, weiß nicht, ob das schmeckt. Wenn man Eier natürlich immer in Verbindung bringt mit was Würzigem, was Deftigem, das geht genauso anders. Und gerade morgens gibt es halt viele Menschen, die einfach mal was Süßes brauchen morgens, weil sie diese Nutella-Brötchen gewöhnt sind. Und da ist es der beste Ersatz. So, also ich bin fertig. Ja, das ist aber, du hast ja das Wahl, keine so eine Riesenmenge. Aber es macht schon ordentlich satt. Es macht echt brutal satt. Also es ist super, weil ich habe heute noch einen sehr langen, sehr anstrengenden Tag vor mir. Und es ist einfach eine gute Basis für alles. Genau. Ich weiß, die Anja muss heute nämlich noch, ich verrate es nicht. Du musst heute nochmal ran, ich muss heute nochmal drehen. Nochmal einen Dreh über ein ganz, ganz gewisses Thema, was auch ein bisschen mit Essen zu tun hat, was auch ein bisschen mit Sport, was es ein bisschen viel mit Sport zu tun hat. Ganz viel, ja. Und die Geschichte, ich habe sie gehört, ich finde es schon mal ganz lustig und bin mal gespannt, was sie daraus machen. Ihr werdet sehen. Und ihr könnt von mir schreiben, was ihr wollt, ich verrate es nicht. So. Gut, das war unser schnelles Frühstück, ratzfatz fertig, ohne große Mühe, mit ein bisschen Zeitmanagement, dass man abends, anstatt 3 Stunden vom Fernseher zu liegen, sich mal geschwind in die Küche stellt oder beim Abendessen vorbereitet und gewisse Dinge mit vorbereitet, ist es wirklich easy going, absolutes easy going. Und wenn es 10 Minuten oder 15 Minuten dauert, dann ist es ein Investment in die eigene Gesundheit, in den eigenen Körper, und der lohnt sich immer. Richtig. In diesem Sinne. Bis bald. Ciao.